Von der Emscher an die Verse. Ahlen gegen Erntebrück, zwei Aufsteiger im Abstiegskampf. Die Gäste in Schwarz, 1-0 für die Wittgensteiner durch Abwehrspieler Saglam in der 24. Minute. Kurz darauf die Chance für RWA zum Ausgleich. Elfmeter Cihan Yılmaz, der sitzt. Erntebrück braucht einen Dreier ja noch dringender als die Ahlener. Und tatsächlich, sie gehen zum zweiten Mal in Führung, die Gäste. Diesmal durch Daniel Schaal. Zweite Hälfte, die Ahlener mit Bakshat. Das macht er gut. Prima Angriff. Und in der Mitte ist Gianluca Marzullo zur Stelle. 2:2. Das alles vor gut 900 Zuschauern. Und die erleben einen Doppelschlag. 120 Sekunden nach dem Ausgleich, wieder eine gute Kombination. Und der zweite Treffer von Cihan Yılmaz bedeutet die Entscheidung. Ahlen Erntebrück 3:2.